Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ja, wir sind dabei, die Selo-Yana zu befreien. Das wollen wir doch gleich mal machen. Die zwei sind jetzt im Weg. Das war kein Problem. Gut. Oh, es gibt sogar wieder eine Bonusmission. Naja, aber keine mehrteilige. So, jetzt die da drüben noch. Oh, sind gar keine Gegner da. Kann es sein, dass seit der letzten Folge, also auch schon in der letzten Folge, es extrem aufs Gesicht gezoomt wird bei manchen Sequenzen? Oder ist das jetzt einfach nur Zufall? Jetzt müssen wir noch darüber. Oh. Ups, jetzt bin ich einfach auch so reingerannt. Wie konnte das nur passieren? So. Moment mal. Wir müssen irgendwie hier rüber. Ja, da müssen wir bald so rumgehen. Oh, da ist gleich zwei. So, die Bonusmission ist auch gleich erledigt. Das ist gut. Den kommen wir nicht vorbei. Ja, das war's dann mit der Bonusmission. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen XP dazu gekriegt. Passt doch. Da, das meinte ich. Dass die ziemlich reingezoomt werden. Das war früher doch nicht so der Fall. Oder liegt es jetzt tatsächlich nur an den Quests gerade? Soll ich jetzt etwa Angst haben? Und den nächsten. Und fertig. Wo müssen wir hin? Wir müssen auf jeden Fall da rein. Gibt's da einen Wegpunkt, wo wir hin? Ja. Sehr gut. Dann machen wir das doch einfach mal. Und wir müssen genau da lang. Ich glaube, jetzt müssten wir doch... Ah, nicht da rein. Jetzt müssten wir doch mit der ersten Karte so ziemlich fertig sein, habe ich jedenfalls den Eindruck. Wir hatten uns schon gefragt, ob ihr es zurückschafft. Schön, dass ihr das Imperium nicht mitgebracht habt. Die Selonianer haben es zum Rotlichtsektor geschafft. Die Imperialen waren durch euren Angriff zu zerstreut, um sie aufzuhalten. Goss mit ihrem Sept sich dort einzurichten. Ich habe euch noch gar nicht richtig gedankt. Keine Ursache. Ihr seid ein Mitglied der Republik und unser Verbündeter. Es ist meine Pflicht, euch zu schützen. Seine Pflicht zu kennen heißt nicht automatisch, dass man sie auch tut. Eure Taten haben euch mehr als einen Verbündeten eingebracht. Goss ließ ihre Leute bestätigen, dass die selonianischen Tunnel unterhalb von Coronet Shipping verlaufen.
Die Selonianer wurden vom Imperium aus den Tunneln vertrieben. Aber viele Raubtiere sind später dorthin gezogen. Ihr müsst vorsichtig sein. Wenn die Imperialen von den Tunneln wissen, wissen sie dann nicht auch, dass ich komme? Sie wissen, dass sie leer und gefährlich sind. Sie haben keine Ahnung, wohin die Tunnel überall führen. Solange ihr da unten seid, könntet ihr ein paar dieser Raubtiere aushalten. Die Selonianer wollen ihr Zuhause sicher irgendwann zurück. In den Tunneln umgeht ihr die Schocktrupps. Aber ihr Kommandant, Captain Granter, wird dort sein. Unterschätzt ihn nicht. Was immer Captain Granter geplant hat, ich bin bereit. Das solltet ihr auch sein. Sonst geht der ganze Plan mit euch baden. Ihr findet die Neutronenemitter draußen, wo es irgendwo eine freie Schussbahn auf das Bahnsystem gibt. Dieser Stift bringt euch an den imperialen Sicherheitsmaßnahmen vorbei. Die Neutronenemitter stören portable Kommgeräte. Wenn ihr drin seid, kontaktiert mich über das System von Coronel Shipping. Alles klar, machen wir. Huch, wo muss man jetzt genau hin? Jetzt müssen wir hier rüber, okay. Naja, dann gehen wir aber erst einmal auf die andere Seite und machen die Hauptquest weiter. Es ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt liegen wir nämlich genau auf zwei unterschiedlichen Seiten. Wobei, vielleicht kann ich da hinten auch wieder hin teleportieren. Ach, schau mal einfach mal. Wo genau müssen wir hin? Da hoch. Alles klar. Dann folgen wir einfach mal der Straße, hätte ich gesagt. Und versuchen uns nicht erwischen zu lassen. Hoppla. Der ganze schöne Planet, ganz schön in Trümmern. Das ist echt eine Schande. Moment, wo müssen wir hin? Ist es da unten rein oder da oben lang? Nee, ich glaube da oben lang. Uah, ich häng. So. Hopp, hopp. Ja, genau, da war's rein. Jedi-Ritterphase. Sehr schön. So, sind alle versammelt? Alle Jedi-Verstärkungstruppen sind hier und einsatzbereit. General Vasatra will euch auf einem Prioritätskanal sprechen. Ich stelle ihn durch. Hallo, alte Freundin. Wie ich hörte, seid ihr jetzt Oberbefehlshaber der Jedi hier. Ah, Vasatra, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, glaube ich. Wie ich sehe, seid ihr wieder mittendrin im Geschehen. Wie kann ich euch helfen, Sir? Meisterin Satine hat mir mitgeteilt, dass sie einen Jedi-Meister sucht, der den Feind unterstützt. Ich stelle euch meine Ressourcen zur Verfügung. Ich habe ein Basislager im Tal der Arbeit. Bringt eure Leute zu meiner Position. Jeskokoli Rakatan Changa. Bumba Tunchinka. Ich sehe euch bald wieder. Vasatra Ende. Oh. Hui. Sogar was Besseres. Als das, was wir haben. Als der hier.
Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Moment. Oh, das ist auch ein bisschen besser als... als das da. Okay. Sehr gut. Das kann verkauft werden. Was sonst noch irgendwas? Das ist schlechter. Fokus brauchen wir nicht. Dieses Teil können wir nochmal öffnen. Was haben wir drin? Nebenhandschwert. Das ist das, was wir gerade reingemacht haben. Und schon wird es wieder verbessert. Andererseits... Wenn wir das so machen... Ich bin gerade am Überlegen, ob es nicht andersrum... sogar besser ist. Und den hier als Nebenhand dann. Ich glaube, so ist es am besten. Und die Dings sind genau dieselben, die wir haben. Okay. Dann können wir demnächst auch mal ein bisschen mal was verkaufen gehen. Sprich mit General Fasatras. Wo müssen wir denn da hin? Wolke des Todes. Aha. Gehen wir erstmal hier raus. Aha. Da ist das die Bahn. Und das heißt, wir müssen ins nächste Gebiet rein. Dann sollten wir tatsächlich hier nochmal reingehen. Im Tal der Arbeit. Dahin müssen wir also. Okay. Und wir springen jetzt nochmal zum goldenen Abstieg. Wir verkürzen uns jetzt ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen den Weg. Und konfrontieren Captain Geranta. Ich denke, das dürfte auch die letzte Mission sein in diesem Gebiet hier. Und dann geht es zur Tal der Arbeit. So. War, glaube ich, nicht so weit entfernt, richtig? Nein, war es nicht. Sehr gut. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir hier runter und da... Oh, 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 oh. An euch gehen wir mal vorbei. So, da müssen wir wohl rein. Und da gibt es auch noch eine weitere Mission. Ach, die gibt's oben. Shit. Also nochmal hoch. Die Mission wollen wir ja mitnehmen, denke ich mal. Schaden tut jedenfalls nichts. Das klingt nach einem edlen Vorhaben. Ich kümmere mich darum. Ja, alles klar. Und an den kommen wir vorbei. Hehe, an den kommen wir vorbei. So, jetzt schauen wir mal. Hier sind diese Dings von dem, was wir eben schon gehört haben. Und hier müssen wir rein. Ja, okay. Einen Schritt nach dem anderen. Und noch eine Bonusquest. Aber auch nur einstellig.
Einteilig. Das ist das richtige Wort, das ich gerade gesucht habe. Das ist jetzt kein besonders großes Problem. Wo müssen wir jetzt hier lang? Nach Norden. Die zwei da, die drei da machen wir noch. Die machen wir noch. Versuchen wir, bis wir da hinkommen, dass wir die Gegner erledigt haben. Aber es sind ja nur noch 6 Stück. Ach genau. Wisst ihr, was wir jetzt gerade machen? Der Doc soll ganz schnell mal das Zeug verkaufen. Das geht ja relativ schnell. Moment, für welche Stufe ist das? 36, 36. Die zwei können wir auch verkaufen. 40, 40, 40, 44. Dann verkaufen wir den da auch noch. Und die behalten wir mal. Und machen wir rein. Und hier rein. So, sehr schön. So sieht es doch besser aus. Dann haben wir auch wieder Platz. Okay. Das sind also die Wohngebiete von den Dings, von den Silurianern. Ha. Sieht ja sehr heimelig aus. So, zumindest die Mission ist jetzt fertig. Können wir eigentlich hier fahren? Nee, leider nicht. Dann geht's weiter. Die genau, die brauchen wir also. Das sind keine, die wir brauchen. Glaube ich jedenfalls nicht. Wir brauchen diese anderen. Droiden. Oder haben die auch was? Ah, die haben auch was. Ah, umso besser. Ich dachte, das wären nur die anderen gewesen. Na gut, dann lasst uns die hier noch erledigen. Schön liegen bleiben. Und nochmals 2 Stück. Und das war es auch schon. Wo muss man... Besiegt den imperialen Kontrolldruiden. Ach so. Es geht hier noch weiter. Ach, da müssen wir... Nee. Ah, da müssen wir noch dahin gehen. Okay. Okay. So viel dazu. Aber wir gehen erst einmal weiter hier. Und machen hier die Quest weiter.
An euch kommen wir vorbei. An dich aber leider nicht. Und an euch kommen wir leider auch nicht vorbei. Na gut. Sollte nicht allzu lange dauern. Ich schätze, dann müssen wir wohl hier hoch. War ja auch so schön gewesen, einfach vorbeizukommen. Und die nächste Bonusmission. Aha. So, wo muss man jetzt hin? Da geht's auch zum Gejagten rein. Und wir müssen hierher. Okay, das müssen wir mal ausprobieren. Nochmal 27. Ja. Schauen wir mal. Ob wir die machen oder nicht. ...25 Gegner kann schnell erledigt sein. Wenn wir hier zum Beispiel diese 3 hier machen. 4 machen, so besser noch. Dann haben wir das doch relativ schnell erledigt. So. Die Frage ist, wenn wir jetzt hier weitergehen, ist es da hinten auch nochmal drin? Nee, das müssen wir also hier machen, diese Bonusmission. So, dumm. Bleiben wir mal hier kurz stehen. Und dann muss ich mal ganz kurz die Folge pausieren, weil wir haben schon 23 Minuten rum. Das ist eigentlich 3 Minuten mehr, als ich eigentlich normalerweise machen wollte. Heilmaus in der Zwischenzeit ein bisschen. Bis gleich. So, dann machen wir noch die hier. Die 3. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Bonusmission machen sollen. Ich meine, es geht ja relativ schnell eigentlich. Bevor ich dann meine AE raushauen kann, sind die schon tot. Problem ist nämlich, wir sind eigentlich schon so gut wie durch. Und so viele Gegner gibt es jetzt auch nicht mehr. Ah, hier gibt es nochmal eine Dreiergruppe, das ist gut. So, jetzt sind es noch 4 Stück. Die 4 machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Das lohnt sich nicht wirklich. Einzelner Gegner. Noch ein einzelner Gegner. Ja, hier haben wir eine Zweiergruppe. Das ist gut. Und da vorne hat man, glaube ich, auch nochmal eine Zweiergruppe. Dann machen wir die und dann sind wir durch. Passt also. Das ging ja schneller als erwartet.
Ich habe eigentlich jetzt gedacht, es dauert noch länger. Von daher finde ich es ganz gut, dass es jetzt doch nicht so gewesen ist. Naja, und da kommen wir raus. Okay, dann geht's weiter erstmal hierher. Gratuliere, ihr seid drin. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was als nächstes kommt? Coronet Shipping untersteht meinem Kommando. Ihr mögt unsere Verteidigung überwunden haben, aber an meinen Leuten kommt ihr nicht vorbei. Glaubst du? Ich habe schon Schocktrupps auf ganz Corellia besiegt. Inwiefern sind diese Leute da anders? Sie wurden von ihrem Kommandanten persönlich ausgewählt. Und er wird sie gegen euch anführen. Draußen waren die Tunnel euer Fluchtweg. Hier drin gibt es keinen Ausweg mehr. Die Neutronenemitter zu zerstören, bringt euch nicht weiter. Wir haben noch andere Wege, die Republik unter Kontrolle zu halten. Ihr sprecht in Rätseln. Die Republik zieht einen fairen Kampf vor. Ich hingegen bevorzuge einen Kampf, den ich gewinnen kann. Befehle, Sir? Zeigt der Republik, wie das Imperium mit seinen Feinden umgeht. Okay, das sollte relativ schnell sein. Ja, sag doch, das sollte relativ schnell sein. So viel zu dem Elite-Leuten des Imperiums. Ich muss mich nur mit General Aves in Verbindung setzen, um Anweisungen zu erhalten. Captain Granta ist tot, General. Wir sind bereit, die Neutronenemitter auszuschalten. Negativ. Imperiale Soldaten steigen gerade in die Raketenbahn. Sie wollen uns aufhalten, bevor wir ausrücken können. Wenn die Imperialen heftig genug zuschlagen, haben wir niemanden mehr, den wir schicken können. Wir müssen sie mit den Neutronen-Emittern ausschalten. Das wollen wir natürlich nicht machen. Wir können keine unschuldigen Leute töten, nur um einen schnellen Sieg zu erreichen. Dann müssen wir sie auf die altmodische Art und Weise besiegen. Hoffen wir, dass uns diese Schlacht nicht den Krieg kosten wird. Okay, das ist erledigt. Ja, da die unschuldigen Zivilisten. Das ist doch klar, dass wir die nicht als, als vertretbare Verluste hinnehmen. Also, echt, das gibt's nicht. Nicht bei mir hier. Gut, wie sieht's aus? Jetzt können wir hier rüber gehen und kommen relativ nah an den Dinger hier ran. Und dann können wir... Ja, das passt. Was? Hier kann ich keine Transportmittel einsetzen. Was für eine Scheiße ist das denn? Naja, wir sind immer noch in diesem Gebiet. Na gut, aber wir sind gleich wieder draußen. Und dann geht's zum Kontrolldroiden. Ah, deswegen kommt man von dieser Seite hier nicht rein. Verstehe. Aber man kann es als schöne Abkürzung benutzen, um wieder rauszukommen.
Ja, Coronet muss da muss einiges wieder aufgebaut werden. Nun gut, jetzt erst einmal den Jäger-Druiden. Kontroll-Druiden, nicht Jäger-Druiden. Und dann reden wir mit General Aves und dann geht's wahrscheinlich ins nächste Gebiet rein. So hätte ich es jedenfalls geschätzt. Bringen wir das hinter uns. Schlechte Geschütze. Wir halten hier nichts aus. Erledigt. Yay. Na, ja, es war einfacher als gedacht, aber ich meine, wir sind ja 8 Level drüber. Ich denke, das merkt man schon. Diese 8 Level. So, wo steht er? Direkt geradeaus. Kommen wir da durch? Können wir da einfach durchfahren? Ach nee, das ist einfach nur ein Tunnel. Naja, gut. Müssen wir halt einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Wobei, Umweg, es geht halt nicht anders. Wir können ja nicht hier, einfach per Luftlinie über die Häuser fliegen. Leider. Ich habe den Auftrag wie gewünscht ausgeführt. Excellent. Das Gute hat getan, Adola Tedakis. Ach, Skiri. Ognan Talan Gavions, dann das der Dicke. Dankeschön. So, jetzt noch mit General Aves. General Aves. Der ist ja zum Glück auch relativ in der Nähe. Das passt also. Und dann geht's zur Bahn. Also, vorausgesetzt, Aves hat hier nicht noch auf dieser Kartengebiet irgendwas Neues für uns. In dem Fall geht's nämlich ins nächste Gebiet rein. Stehst du? Ganz da hinten bist du. Ihr habt es herausgeschafft. Wir waren auch nicht untätig. Bei Coronet Shipping herrscht immer noch Chaos, aber die Raketenbahnen laufen wieder. In diesen Zügen waren mehr als 2 Dutzend Zivilisten. Dank euch konnten schon viele den Planeten verlassen. Ich wäre glücklicher, wenn einige geblieben wären, um uns zu helfen. Wir haben im ganzen Sektor Leute und Ausrüstung verloren. Zivilisten gehen vor und der Meinung bin ich auch. Es wären unschuldige Leute gestorben. Ich musste etwas tun. Auf Kosten der Republik. Wir werden uns erholen. Aber das nächste Mal haben wir vielleicht nicht so viel Glück. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt Zugang zu den Raketenbahnen haben. Wir leiten schon Truppen und Vorräte an Stützpunkte der Republik auf ganz Corellia weiter. Aber das Imperium macht es uns nicht leicht. Sobald unsere Truppen die Raketenbahnen verlassen und in Bodentransporter umsteigen, werden sie nicht mehr gesehen. Wir sind nicht sicher, wie das Imperium sie abfängt. Aber wir haben von jemandem gehört, der glaubt es zu wissen. Ratsmitglied Belos. Vom selben korallianischen Rat, der dafür gestimmt hat, dem Imperium beizutreten. Das war ein Fehler.
Die Republik wird Corellia befreien. Und ich will dabei helfen. Ihr habt gegen die Republik gestimmt. Warum wollt ihr uns jetzt helfen? Ihr habt die imperiale Blockade gebrochen. Andernfalls hätte die Republik keine Chance gehabt. Wie nett von euch, dass ihr uns jetzt unterstützt, wo das Imperium dabei ist, zu verlieren. Ich erwarte nicht, dass ihr mir vergebt. Aber ohne meine Hilfe wird eure Verstärkung das Tal der Arbeit niemals passieren. Eure Leute verschwinden, sobald sie in Gleiter umsteigen. Das Imperium setzt Droidenprototypen ein, die jedes Kurzstreckentransportmittel erledigen können. Tal der Arbeit? Was ist dieses Tal der Arbeit? Corellias Industriezentrum. Dort liegen die besten Treibstoffdepots und Fabriken der Galaxis. Und viele Leute kämpfen um sie. Meine Assistentin Dina Beha hat Nachforschungen über die Droiden angestellt. Ich habe sie angewiesen, euch im Tal der Arbeit zu treffen. Darf sie mit euch rechnen? Ja. Wir nehmen jede Information, die eure Assistentin uns geben kann. Ich sollte wieder zurückgehen, bevor man mich vermisst. Wenn ich noch etwas erfahre, das euch helfen könnte, werde ich mich melden. Alles klar. Wenn das eine Falle sein sollte, werden wir es bald wissen. Nehmt die Raketenbahn ins Tal der Arbeit und findet diese Dina BH. Wir müssen die Droiden aufhalten. Gut. Sie sind immer noch schlechter. So, auf jeden Fall, jetzt sind wir tatsächlich fertig in diesem Gebiet. Das heißt, jetzt geht's erstmal ins nächste. Wie ist der beste Weg da zurück? Ja, ich würde sagen, so rum. Angezeigt wäre zwar der andere Weg, aber ich glaube, so rum ist es tatsächlich einfacher. Oh, und ich sehe gerade, wir haben fast ein Level Up wieder erreicht. Da fehlt nicht mehr viel. Es könnte schon davon langen, wenn wir ins nächste Gebiet gehen und das Gebiet aufdecken. Es könnte vielleicht schon langen. Einfach jetzt hier ein paar Gegner zu kloppen, das machen wir nicht. Das muss ja nicht sein. So XP-süchtig sind wir jetzt auch wieder nicht. Nehmen wir mal diese Raketenbahn, die ja jetzt auch wieder funktionieren für uns. Ich glaube, wenn wir die Quest nicht gemacht hätten, hätte man die Bahn trotzdem benutzen können. So widersprüchlich das eigentlich auch ist. Moment. Irgendwo geht's da rein. Da unten, oder? Ja, und da sieht man schon, wie die Bahn hier funktioniert. Eine Seite der Hinweg, der andere Seite der Rückweg, glaube ich. Ist schon cool. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reise. So, dann geht es hierher. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Und das hier ist also diese Raketenbahn. Wie gesagt, der eine Weg hier führt hin, der andere Weg ist wahrscheinlich der Rückweg. So ist es gemacht. Aber soweit ich weiß, fährt man immer nur oben. Also, es ist so hingelegt, dass es technisch auch so machbar wäre, dass das Ding funktionieren würde. Aber im Spiel selber fährt man, glaube ich, immer nur oben. Egal, ob man hin oder zurückfährt. Ich finde es mit dem Schienensystem ja ziemlich geil, wie es gemacht ist. Das Transportmittel von Corellia gefällt mir extrem gut. Es ist besser als auf diese Kleider oder diese Taxis oder sonst was. Tag der Arbeit. Hat anscheinend doch noch nicht gelangt. Das nächste Ding zu finden. So,
direkt hier unten gibt es eine Quest und da gibt es auch nochmal, also da geht es auf jeden Fall weiter. Was ist da? Hallo? Keine Ahnung, was das da ist. Hier ist auf jeden Fall Falsutra und da ist deiner Baha. Okay. Und wegen den anderen müssen wir uns mal umschauen. Was das jetzt genau ist. Flashpoint Direktive 7. War man da nicht schon drin und das ging nicht als Story? Muss mal ganz kurz meine Notizen mal nachschauen. Aber falscher Zettel. Wenn ich sie finde. Ist ja klar. Irgendwie sind sie verschwunden. Mein Zettel, wo ich alles aufgeschrieben habe. Hä? Habe ich den aus Versehen weggeschmissen? Komisch. Anscheinend habe ich meinen Zettel weggeschmissen oder ich finde ihn gerade nicht. Egal. Es wäre aber blöd, wenn ich den weggeschmissen hätte. Da standen noch die ganzen Flashpoints drin, die wir noch vor uns haben. Ich muss mal nachschauen. Nachher mal nochmal genau nachschauen. Können wir den jetzt einfach mal annehmen? Guten Tag. Mein Arbeitgeber hat um ein kurzes Gespräch mit Ihnen gebeten. Bitte warten Sie. Lady. Ich fasse es kaum, dass ich mit jemandem spreche, der gegen den Imperator selbst gekämpft hat. Ich bin Direktor Rigel vom Strategischen Informationsdienst. Wir brauchen eure Hilfe. Vier republikanische Kolonien sind in weniger als 4 Tagen komplett ausgelöscht worden. Männer, Frauen, Kinder, Tiere, nichts ist am Leben geblieben. Es ist schrecklich, ja. So viele Tote. Es tut mir wirklich leid, das zu hören, Direktor. Ich habe die Kolonie nach dem Angriff gesehen. Alles sah normal aus. Bis auf die kleinen Ascherhaufen alle paar Meter. Tausende. All diese Leute wurden von ihren eigenen Droiden verbrannt. Und das war erst der Anfang. Was meint ihr mit erst der Anfang? Die Droiden wurden umprogrammiert und hassen nun ihre Herren. Das war nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Aber so schlimm war es bisher noch nie. Wir haben die Sabotageaktionen zu einer Gruppe von abtrünnigen Droiden namens Direktive 7 zurückverfolgt. Sie planen, jedes Lebewesen in der ganzen Galaxis zu vernichten. Wenn diese Droiden zu so etwas imstande sind, wieso erfahre ich erst jetzt davon? Das Letzte, was wir gebrauchen können, ist eine Panik. Wir haben versucht, die Situation geheim zu halten, aber jetzt bleibt keine Zeit mehr für Vorsicht. Wenn wir nicht schnell handeln, wird es zu spät sein. Die Marine stellt gerade schon ein Einsatzteam zusammen. Wir müssen jemanden auf die Oberfläche bringen, der die Aufgabe zuverlässig erledigen kann. Wir brauchen euch. Eine so große Bedrohung können wir nicht ignorieren. Ich bin dabei. Der Einsatz wird von der Flotte ausgestartet. Kommt zu den Koordinaten, die der Droide euch gibt. Dann besprechen wir alles Weitere. Und bitte beeilt euch. Hier sind die Daten, die Sie angefordert haben. Ich hoffe, Sie haben das Gespräch genossen. Guten Tag. Ja, ich habe es sehr genossen. Ja, was mich jetzt gerade gefragt hat, gefragt, Direktive 7, ich dachte, wir hätten das schon gemacht, dass wir das schon mal hingegangen sind, versucht haben zu machen, diesen Flashpoint, aber dass es da keine Story gab. Was mich halt jetzt irritiert ist, dass das als Storyteil, also so ein orangenes, nicht orange, pink, lila, lilanes Dings angezeigt wird. Und deswegen bin ich nicht sicher, ob das jetzt als Storyteil zählt oder nicht. Wenn es jetzt doch als Storyteil zählt, wäre das nicht schlecht, dann würde man das mal machen. Aber nicht in dieser Folge. Das können wir dann irgendwann anders mal machen. Vielleicht, wenn Corellia fertig ist oder so. Wäre vielleicht eine ganz gute Sache, das so dazwischen zu machen. Das, was wir uns mal anschauen, ob es einen Story-Modus gibt oder nicht. Auf jeden Fall, machen wir hier erst einmal auf Corellia weiter. So, ich habe jetzt meinen Zettel nochmal gefunden gehabt.
Und hier steht tatsächlich drauf, direkt Tiefe 7. Also ich habe ja aufgeschrieben, welche der Flashpoints Story-Modus haben. Und direkt Tiefe 7 stand eigentlich mit drinnen. Dann haben wir das versucht zu machen. Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Also war 45, glaube ich, waren. Und es ging nicht. Es, man konnte es ganz normal machen, diesen Flashpoint. Aber nicht als mit Story-Modus. Das ging nicht. Und jetzt wundert es mich, dass der halt jetzt hier als Story-Teil angezeigt wird. Vielleicht ist der Story-Modus erst jetzt freigeschaltet worden, nachdem wir hier gewesen sind. Ich weiß es nicht. Wir werden uns das mal anschauen. Aber wie gesagt, wir machen erst einmal hier auf Corellia weiter. Nach Corellia. Nach Corellia wollen wir, denke ich, das könnten wir mal anschauen, ob es einen Story-Modus gibt. Und wenn es einen gibt, dann könnten wir mal die Direktive 7 machen. So ist jedenfalls mein Plan. Jedi, wir haben hier ein echtes Problem. Eine Sekunde. Hey, holt mir Hake an den Comlink. Wenn die Leute da nicht in Rekordzeit evakuiert werden, können wir auch gleich Gräber ausheben. Ich bin dran. Tut mir leid. Corellia Chemical ist kurz davor, in die Luft zu fliegen. Und im Explosionsradius gibt es einen ganzen Haufen Zivilisten. Nicht gut. Was braucht ihr, um diese Leute in Sicherheit zu bringen? Mittlerweile vermutlich ein Wunder. Die Fabrik hat schweren Schaden erlitten, als republikanische Streitkräfte versucht haben, ein paar Imperiale zu vertreiben. Ein Feuer im Innern hat die Maschinen an den Rand der Überladung gebracht. Und wir haben kaum noch Zeit. Wenn nicht bald jemand reingeht und die Maschinen abschaltet, wird aus der Fabrik eine gewaltige chemische Bombe, die inmitten der Zivilbevölkerung hochgeht. Das ist natürlich nicht gut. Ich werde die Überladung aufhalten. Sonst noch was? Geht einfach rein und schaltet alle Raffinerieantriebe ab. Das wird aber hart, denn da drinnen wimmelt's noch immer von imperialen Kampfdroiden. Und diese Dinger werden nicht einfach zusehen, wie ihr eure Arbeit erledigt. Ihr werdet euch schnell bewegen und hart kämpfen müssen. Alles klar, dann machen wir das doch mal so. Was ist das jetzt? Ach, das ist die Fähre zur republikanischen Dings. Das wollen wir natürlich erstmal nicht machen. Wo geht's denn da weiter? Ach, ich glaube da unten. Ja, lang. Ich glaube, hier sieht das ganz gut aus. Ja, hier sieht das ganz gut aus. Das Teil der Arbeit ist auch nicht ganz so groß. Andererseits, das, wo wir eben gewesen sind, die Donnerwerft, das sieht auch nicht so groß aus. Und wir haben fast 2 Folgen, glaube ich, da drin verbracht. Oder eine Folge nur. Uah. Ja. Mist gebaut. Aber wir hätten eh hierher gemusst. Ich glaube, ich bin gerade verkehrt, als ich den ausweichen wollte, wieder in die Dings zurückgegangen. Ja, genau. Wo haben wir eigentlich Geld ausgegeben, dass wir auf einmal wieder unten Dings drunter sind? Naja, egal. Jetzt machen wir diese zwei Quests, also diese Quest hier oben mit Farsatra. Gehen wir erstmal dahin. So, da rein. Gut gesichert, das ist ja schön. Und da haben wir ihn, ja. Hallo, alter Freund. General, meine Streitkräfte sind unterwegs. Gut zu wissen. Ein SID-Agent bringt uns die neuesten Erkenntnisse über Meister Tol Braga.
In der Zwischenzeit sollten wir einen Schlachtplan entwerfen, mit dem wir das Imperium aus diesem Sektor vertreiben. Es spielt verrückt. Magram Trakus gehört zu den Hauptlieferanten im Krieg der Republik. Ihr gehört die Hälfte der Einrichtungen im Tal der Arbeit. Das Imperium hat sich meine Waffenfabriken angeeignet. Es stiehlt Feuerkraft im Wert von Milliarden von Credits. Welche Art von Waffen nimmt sich das Imperium? Meine Fabriken produzieren alles von Blaster-Spezialanfertigungen bis zu großen Schiffstorpedos. Und das Imperium reißt sich alles unter den Nagel. Ich schlage vor, dass alle Jedi-Streitkräfte dazu eingesetzt werden, den Feind aus diesen Waffenfabriken zu entfernen. Wir brauchen die Feuerkraft sicher dringender als das Imperium. Ein Prioritätssignal vom obersten Kanzler. Entschuldigt mich. Wisst ihr, es geht nicht nur um die Waffen. Das Imperium hat auch den Hauptsitz meines Unternehmens eingenommen und ich will ihn zurück. Wenn ihr Streitkräfte zur Befreiung meiner Büros einteilen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. Und ich meine, persönlich dankbar. Warum sollte das Imperium eure Büros plündern? Ich habe Corellias Bankensystem nie vertraut und tausche alle Geldreserven meines Unternehmens in wertvolle Ressourcen ein. Viele davon sind unter den Büros versteckt. Das Imperium hat meine Wertsachen noch nicht gefunden, aber früher oder später wird es so kommen. Kaum auszudenken, was man mit so viel Reichtum anstellen könnte. Ich führe ein Unternehmen im Wert von mehreren Billionen. Wenn ihr mir helft, werdet ihr von der Belohnung sicher nicht enttäuscht sein. Ich habe noch nie so viele Jedi auf einmal gesehen. Verdammt beeindruckend. Wenn ihr die Waffenfabriken zurückerobern wollt, sollten eure Leute gleich aufbrechen. Die Waffenfabriken müssen von allen imperialen Streitkräften befreit werden. Der Feind darf nicht mit neuer Ausrüstung fliehen können. General Vasatra, wir haben erfahren, dass der Jedi-Verräter Tol Braga einen Stoßtrupp zur Zerstörung des Tals der Arbeit geschickt hat. Tol Braga ist ein guter Mann. Was immer er tut, es beruht nicht auf freiem Willen. Bei allem Respekt, mir ist völlig egal, warum er immer noch versucht, uns umzubringen. Die Sith haben eine Chemieraffinerie eingenommen und wollen eine improvisierte Bombe bauen. Die Explosion würde eine riesige chemische Wolke freisetzen. Diese Wolke tötet alle in diesem Umkreis und bewegt sich dann in die umliegenden Sektoren. Möglicherweise Millionen von Opfern. Zeigt mir diese Chemieraffinerie. Ich erledige den Rest. Wir wissen immer noch nicht, welche Chemieraffinerie die Sith im Besitz haben. Aber wir wissen, welche Chemikalien sie sammeln. Wenn wir alle Leitungen zu den Raffinerien blockieren, können wir die Sith vielleicht nicht aufhalten. Aber so erfahren wir ihre Position. Kontaktiert mich, wenn ihr fertig seid. Möge die Macht mit euch allen sein. Alles klar. Schließt Leitungsventil Alpha, Beta und Gamma. Okay, und dann kriegen wir raus, wo sie sind. Ja, ich hoffe, das war Braga aus dem Einfluss vom Imperator befreien können. So, das ist jetzt hier oben, aber wir bleiben erstmal in diesem kleinen Bezirk hier, den wir gerade aufgedeckt haben. Jetzt gehen wir erstmal auf die flüchtige Chemikalien-Quest. Ich denke, die kriegen wir noch hin. Hoffe ich jedenfalls. Die müsste direkt hier unten sein. Perfekt. Deaktiviere die Notsicherung der Fabrik. Aha. 10 Minuten. Sicherheitssysteme beeinträchtigt. Gefahr der Systemüberlastung hoch. Evakuierungsprotokolle für gesamtes Personal sind ab sofort vorstellbar. Sagen wir mal so.
In 10 Minuten ist unsere Folge sowieso rum. Das heißt, das passt eigentlich ganz gut. Wir haben nur 10 Minuten Zeit. 10 Minuten geht die Folge noch. Passt also. Wobei, ich glaube, dass wir schneller fertig sein werden als diese 10 Minuten. Raffinerieantrieb Alpha. Notabschaltung erfolgreich. Warnung. Sicherheitssysteme beeinträchtigt. Gefahrsystem extrem hoch. Eine komplette Notabschaltung aller Raffinerieantriebe zur Vermeidung von Ausfällen. So. Ach, jetzt weiß ich, warum wir wieder die Obergrenze nicht erreicht hatten. Wir sind doch mit der Dings gefahren, mit der Bahn gefahren. Und es hat Geld gekostet. So. Das ist aber, glaube ich, jetzt die erste Mission, wo wir so eine Zeit-Dings haben. Einen Countdown drauf haben. Und der auch nicht über 45 Minuten oder so ging. Also schon etwas größer. Kleiner. Schneller. Wo wir uns beeilen müssen. Wobei, wenn ich so sehe... Warnung. Raffinerieantriebe stehen vor Ausfall. Gefahr der Systemüberlastung? Kritisch. Wobei, wenn ich mir das so ansehe, sind wir da wahrscheinlich in... was weiß ich, wie lang durch. Keine 10 Minuten. Also knapp ist es nicht. Wir sind ja schon fast beim letzten Dings. Und haben das gerade mal in 2 Minuten geschafft. In etwa. So, dann machen wir euch drei noch, damit ihr uns nicht im Weg seid. Und das Letzte. Das ist das Allerletzte. Statusaktualisierung. Notabschaltung erfolgreich. Gefahr der Systemüberlastung abgewendet. Wir haben alle Gegner besiegt, die Bonusmission gemacht und haben dafür... Ah, da haben wir noch einen Gegner. Naja, fast alle Gegner besiegt. Und das Ganze haben wir in 3 Minuten geschafft. Und ich dachte, dann, wenn wir damit fertig sind, ist auch unsere Quest beendet quasi. Naja gut, dann lasst uns doch noch schnell, da wir jetzt noch Zeit haben, die andere Quest hingehen, mit Dena Baha sprechen. Wo lang muss man da? Ach, einfach der Straße lang. Das sollten wir finden. Das sollte sogar ich finden. Und ich wette, jetzt verfahre ich mich. Egal. So. Und wenn ich es richtig gesehen habe, sollte es da auch eine weitere Quest geben. So, was willst du von uns? Inkyomare, habet ma shomaniforus, hakoshobush us toshuldispu. Etai ham vayu ayita zeb, un razab. Remesamu, husho elachem Yehuda. Ochlum seba machatila remethul. Ich weiß gar nicht, was das für eine Rasse ist. Den sehe ich irgendwie erst zum ersten Mal. Womit genau habe ich eigentlich die Ehre? Yatima, macha. Abdesho, Chembe, Yei, Meisho. Usch, Michut, Beech, Sroch, Maen, Beusch, Edach. Neutral.
Shota vedulu ma asush acherdu ye asu asija ushechi. Wohin soll ich mich begeben? In Tiomare. Habet ma shomani forus. Hakoshobush ush toshulisbu. Nun gut. Und dann reden wir noch mit Dana Bahua. Dina Beha, ihr sollt Informationen für mich haben? Willkommen im Tal der Arbeit, Jedi. Ich werde eure Zeit nicht verschwenden. Ihr wisst bereits, dass die Droiden des Imperiums in einem sicheren Labor sind. Die härtesten Verteidigungsmaßnahmen sind die Hochsicherheitstüren. Die Türen verhindern jede Art von unautorisiertem Eintritt, außer bei einem Notfall. Ihr werdet Katastrophenschutzdroiden brauchen, um hineinzukommen. Wie lassen sich diese Droiden einsetzen? Sie können unter den härtesten Bedingungen bestehen. Sie brechen durch jede Tür und wehren jedes Geschütz ab. Die Beharen-Droiden-Fabrik ist auf Katastrophenschutzdroiden spezialisiert. Sie befindet sich hier im Tal der Arbeit, wurde aber nach der Ankunft des Imperiums geschlossen. Das Imperium hat das Material abtransportiert, bevor die Beharen-Fabrik geschlossen wurde. Ihr müsst sie instand setzen, wenn ihr diese Droiden wollt. Wie soll ich eine ganze Fabrik wieder anlaufen lassen? Ihr müsst die Energieversorgung wiederherstellen, indem ihr zuerst die außerhalb liegenden Generatoren der Fabrik aktiviert und danach das Montageband startet. Es gibt aber einige Risiken. Die Generatoren befinden sich im Höllenfeuer und die Reaktivierung des Montagebands wird bisher unfertige Droiden aktivieren. Was heißt unfertig? Höllenfeuer ist aber auch nicht gut. Gut zu fragen. Nehmen wir das hier. Will ich überhaupt wissen, was ihr mit Höllenfeuer meint? Das ist die regionale Bezeichnung für die Generatoren und Treibstoffleitungen im Tal der Arbeit. Die Hälfte davon brennt immer noch durch Sabotage der Republik und imperiale Racheaktionen. Sobald das Montageband wieder in Bewegung ist, muss die Fabrik ans Versorgungsnetz angeschlossen werden. Die Maschinen bekommen ihre Teile. Ihr bekommt eure Droiden. Und die Droiden bringen euch in das imperiale Labor. Alles klar, verstanden. Sobald ihr das Versorgungsnetz wieder angeschlossen habt, kontaktiert mich über das Comm-System der Fabrik. Das sollte beweisen, dass alles wieder funktioniert. Bis dahin sprechen wir besser nicht miteinander. Viel Glück. Ja, ich muss sagen, der Kerl von eben hat mir überhaupt nichts mehr gesagt. Sie sagt mir jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir sind jetzt an der Stelle, wo ich nicht mehr weitergespielt hatte. Ich glaube, ich habe tatsächlich mit dem Jedi-Ritter oder allgemein mit der auf der Seite der Republik tatsächlich nur bis zur Donnerwerft gespielt gehabt. Aber hier im Tal der Arbeit bin ich nie vorangekommen. Das heißt, ab jetzt ist es quasi blind. Ja, ist auch nicht schlecht. So, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz hierher und geben die eine Quest noch ab. Und dann beenden wir die Folge für heute. Das sollte dann aber auch langen. Um noch auf 61 aufzusteigen. Flüchtlinge aus den Fabriken, Sir. Sie wollen kämpfen. Ich glaube es nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand die Explosion der Fabrik verhindern könnte. Das war ein verdammt großes Risiko. Und eine Menge Leute verdanken euch ihr Leben. Haben wir doch gern gemacht. Das ist nicht das letzte Mal, dass die Pläne des Imperiums unschuldige Leben gefährden werden. Nun, wir werden bereit sein. Diese Leute zu beschützen ist meine Aufgabe. Und ich habe vor, es zu tun. Passt auf euch auf, da draußen. Alles klar. Sehr schön. So. Dann als nächstes, das ist das hier, Fabrikrückruf, das ist wahrscheinlich genau selber, das hier und dann haben wir da oben noch diese drei Leitungen, wo wir schließen müssen und da auch diese Bonusmission. Ich schätze mal, dann müssen wir als nächstes mal entweder hier durch oder hier durch. Und ich habe mich gerade geirrt gehabt, es hat doch nicht gelangt für ein Level up. Aber wir sind so nah dran.
gut, was haben wir denn da für Dings gekriegt? Cole Cantarus, gute Arbeit, das machen wir noch. Ich dachte mir, ich danke euch noch einmal für die Zerstörung dieser Neutronenemitter. Viele der Flüchtlinge, die sich auf dieser Bahn versteckt hatten, kamen durch den Rotlichtsektor, ehe sie den Planeten verließen. Sie waren erschüttert, aber am Leben und verdammt dankbar dafür. Ich halte nichts davon, Medaillen auszugeben, sobald jemand etwas richtig macht, aber es gibt eine Menge von Corellia zurückzugewinnen. Ja, eine Kleinigkeit, um euch daran zu erinnern, wofür wir kämpfen. Eine Credit-Kiste. Und ich sehe gerade, eine Sache sollte man noch machen. Erst einmal reparieren. Und dann verkaufen. Ah, nee, das nehmen wir nicht. Das ist noch schlechter. Das wird aufgehoben. Und das wird natürlich auch aufgehoben. So, dann würde ich das beim nächsten Mal weitermachen. Im Tal der Arbeit. Und, und wie gesagt, wenn wir mit Corellia fertig sind, schauen wir mal nach Direktive 7, wie es damit aussieht. Ob wir jetzt tatsächlich diesen Flashpoint als Story-Modus machen können oder ob es den jetzt doch nicht gibt. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.